sein aus unserer Sicht, dass einige wenige Millionen ins Ausland schaffen, während Millionen ehrliche Steuerzahler dafür indirekt die Zeche zahlen müssen. Deswegen gehen wir den Kampf gegen die Steuerhinterziehung weiter an. Durch illegale Steuerhinterziehung entgehen dem deutschen Fiskus jährlich ca. 30 Milliarden Euro. Das ist eine Situation, die wir nicht mehr länger akzeptieren können. Und es scheint so, dass die bisherigen Instrumente dazu noch nicht ausreichend gewesen sind, um nach rechtsstaatlichen Maßstäben die Steuergerechtigkeit in Deutschland auch wieder sicherzustellen. Die SPD-Vorschläge dazu werden Ihnen in Teilen schon bekannt sein. Die SPD steht für schärfere Regeln bei der strafbefreienden Selbstanzeige. Diese soll nur noch bis zu einer Bagatellgrenze möglich sein. Ebenso stehen wir für eine längere Verjährungsfrist für Steuerbetrug, aber auch für den Aufbau einer bundesweiten grenzübergreifenden Steuerfahndung. Wir sind auch der Meinung, dass es nicht sein kann, dass Banken Menschen behilflich sind bei der Steuerhinterziehung. Deswegen plädieren wir auch dafür, dass ein Entzug der Banklizenzen in Erwägung gezogen werden kann, sofern denn hier eine fortgesetzte Beihilfe zum Steuerbetrug erfolgt. Wir haben ja nun anhand von prominenten Einzelfällen eine große Debatte zu dem Thema Steuertourismus, Steuerflucht. Uns ist daran gelegen, dass wir nicht nur über die Einzelfälle reden, sondern darüber diskutieren, wie kann man das strukturell lösen. Und wir meinen, es müssen jetzt auch die Netzwerke von Fluchthelfern, die es gibt, stärker in den Fokus geraten. Dazu gehören auch die Banken. Und auch vor diesem Hintergrund hat der geschäftsführende Parteivorstand ein Sofortprogramm zur Bekämpfung von Steuertourismus am Freitag verabschiedet. Um nur drei Maßnahmen zu nennen, wir meinen, Banken müssen stärker kooperieren. Dazu gehört, dass Banken, die dreimal der Beihilfe zur Steuerflucht entlarvt werden, ihre Banklizenz verlieren sollen. Zum Zweiten gehört für uns, dass für Banken muss eine Pflicht geben zur Kooperation bei Verfolgung von Steuerflucht, Stichwort Datenaustausch. Also das ist eine Regel, die es bereits in den USA gibt. Hier wollen wir uns mal an dem Vorbild USA orientieren und fordern deswegen von den Banken eine Kooperation und Information. Und drittens schlagen wir vor, dass es eine Strafsteuer von 50% geben soll, wenn es Zahlungen an dubiose Adressen in Steueroasen stattfinden. Soweit drei Maßnahmen von einem größeren Maßnahmenpaket, zu dem wir uns verständigt haben. Wie gesagt, uns geht es darum, dass wir nicht nur mit Empörung auf Einzelbeispiele reagieren, sondern dass man vielmehr die Fragen nach den Ursachen stellt, wie man verhindern kann, dass jährlich große Beträge an den öffentlichen Kassen vorbei mit Steuertourismus vorbeigemogelt werden. Es ist schon bemerkenswert, dass man jetzt warten muss, wie Herr Wowereit sich äußert, sich verhält, zu den, welche Lehren er bereit ist zu ziehen, welche Konsequenzen aus dem Skandal. Und eigentlich muss man das bedauern als Gäste in der Bundeshauptstadt, die wir hier alle sind, dass die Bundeshauptstadt mittlerweile dank Herrn Wowereit und dank dem Senat, dank seiner Regierung zum Gespött wird in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, dass der Sonderausschuss jetzt nicht öffentlich tagt, führt auch nicht gerade dazu, dass das Vertrauen größer wird. Es ist schon eine bemerkenswerte Tatsache, dass sein Staatssekretär Herr Schmitz über anderthalb Jahre gedeckt wurde und jetzt eben Herr Wowereit nichts anderes dazu zu sagen hat, als ich zitiere, dass das unterschiedlich betrachtet werden kann oder muss. Das ist nichts anderes als eine Vertuschung. Da sollte man nicht drum rumreden. Erstmal sind wir gespannt auf seine Erklärung. Wir wollen ihm natürlich schon auch eine Chance geben, dass er sich da jetzt äußert. Ich nehme an, dass das, was da hinter verschlossenen Türen geäußert wird, irgendwann auch mal vor den Türen dann zum Besten gegeben wird, sodass die Öffentlichkeit eine Gelegenheit hat und damit natürlich auch die Opposition im Abgeordnetenhaus in Berlin sich eine Meinung zu verschaffen. Wir hätten uns auch gewünscht, dass das schon einige Tage früher hätte stattfinden können, aber das ging ja nicht aus Gründen des Urlaubs von Herrn Wowereit und das Abgeordnetenhaus war nicht bereit, ihm hinterherzureisen. Insofern ist er jetzt da und jetzt warten wir mal ab, was er sagt und dann wird man da sicherlich davon ableiten, wie es dann weitergeht.